Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch und wünsche allen Happy New Year, einen guten Rutsch ins Jahr 2017. Ja, Jahresrückblick werden wir heute machen und das ist auch das letzte Video im Jahr 2016 für den Euro Truck Simulator. Mal sehen, vielleicht kommt da noch irgendwas, ich weiß es nicht, aber wie gesagt, heute wenn wir mal einen kleinen Jahresrückblick machen und ja, ein paar Zahlen werde ich euch mal um die Backen hauen und natürlich bringt es auch was, dass wir hier den Euro Truck Simulator natürlich nehmen, weil das ist das wirklich best angeschautste Format hier bei mir und zwar LKW fahren. Ja, was kann man sagen? Ich wollte ja, wo das Jahr 2015 beendet war, hatte ich ja so ein kleines Ziel auf YouTube. Jeder sollte sich irgendwo Ziele im Leben setzen. Man muss nicht gerade irgendwelche Vorsätze haben. Ich hole mir dieses Jahr sowieso keinen Vorsatz. Aber ja, kleine Ziele. Und das Ziel, was ich hatte für das Jahr 2016 auf YouTube, war 20.000 Abonnenten. Ja, ich wollte 10.000 Abonnenten im Jahr machen. Das war doch realistisch. Und jetzt habe ich wirklich über 26.000. Ihr seid so geil. Ich weiß nicht warum. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, warum wollt ihr gerade das Osterei Maximus sehen. Ja, und ja, 16.000 mehr ist auf jeden Fall eine ziemliche Hausnummer. Natürlich, der deutschsprachige Raum ist am meisten vertreten unter meinen ganzen Abonnenten. Deutschland, Österreich, Schweiz. Und dann fängt es an, sehr kurios zu werden, weil dann geht es nach Brasilien, USA, Italien und Polen. So ist die Reihenfolge. Aber mit Abstand natürlich Deutschland im Vordergrund. Man kann auch sagen, dass ich im Schnitt, darum macht euch nicht so eine Gedanken, wenn der Maximus das manchmal nicht so mitkriegt, was ihr denn so schreibt oder drauf antwortet. Ich kriege im Schnitt über 100 Nachrichten. Die Bestzeit war mal, dass ich am Tag über 1900 Nachrichten bekommen habe, also knapp 2000 Nachrichten. Ich weiß, ja, da knallt es ohne Ende und ich freue mich natürlich, dass ihr interagiert und ich mache ja auch viele Videos, wo ich im Endeffekt oben rechts so eine Umfrage reinmache, dass für die, die doch ein bisschen zu faul sind, irgendwie zu schreiben, eine Möglichkeit gibt, hier auf meinem Kanal noch ein bisschen zu interagieren, mich in eine Richtung vielleicht, wo ich dann sehe, das kommt auf jeden Fall gut an, ihr wollt dies und das sehen, dass ich mich auf die Sachen, was ihr am meisten sehen wollt, ein bisschen eingehen kann. So, was kann man denn noch sagen, dass ich halt eine große Anzahl an YouTubern habe, die, oder an Abonnenten besser gesagt, die nicht so jung sind, ja, von 25 bis 34 ist schon eine reifere, jugendliche Art, kann man ja schon sagen, oder Leute, das sind über 28%. Ja, und danach kommen 18 bis 24, das sind so 22%. Und 35 bis 45, das sind auch nochmal so 22%. Und dann geht es halt runter, ne? Also kann man schon sagen, dass ich jetzt nicht die jüngsten Zuschauer habe. Das freut mich natürlich, weil da kommt dann doch ganz, ganz viel Unterstützung von euch, die auch selber sehen, wie viel Arbeit überhaupt so ein Video macht. Ja, das ist halt, viele vergessen das, ne? Und man kann auch ganz deutlich gucken, wo die meisten Leute überhaupt YouTube schauen. Und zwar mit über 42% bei mir auf dem Kanal sind das Leute, die auf dem Handy gucken. Und ich nehme mich da auch nicht, ja, davon ein. Ja, also ich gucke ja auch meistens auf mein Handy, ich werde ein bisschen schneller fahren, ne? Auf dem Handy die Videos, ja. Danach kommt der Computer mit 32%, aber dann kommt mit 12% das Tablet. Ja, 2,2% gucken sogar auf dem Fernsehen die Videos. Oder auf sonstigen Spielekonsolen, ja. Das sagt mir doch, das ist doch völlig ausreichend, ne? Also ich, ist natürlich einfacher, wenn man gerade irgendwas macht, schnell das Handy angeschmissen, mal schnell das Video geguckt und ja,
dass man da jetzt auch interagieren kann und schnell eine Nachricht schreiben, das funktioniert natürlich, ne? Und mit, ja, über 90% habe ich auch meistens positive Bewertungen, also das Ding mit den Daumen. Ja, also ich kann schlussendlich sagen, dass dieses Jahr doch ein sehr erfolgreiches Jahr ist. Wie es natürlich nächstes Jahr aussieht, das kann ich eigentlich nicht sagen. Ich kann sagen, okay, ich habe jetzt 26, es wäre realistisch, dass ich eventuell die 40 knacke. Es kann aber so viel passieren in einem Jahr. Ja, was ist, wenn man absolut keine Lust mehr hat? Was ich mir nicht so gut vorstellen könnte oder kann, wo ich dann sage, ich mache jetzt gar keine Videos mehr. Natürlich kommen dann keine Abonnenten mehr. Man macht ja Krach hier neben mir. Ja, das kann alles passieren. Und ihr habt das wahrscheinlich gestern mitbekommen, dieser Mega-Konvoi, wo ich doch kurzzeitig noch dazugestoßen bin, weil ich ja kein Internet hatte, komischerweise. Aber es hat doch alles wieder geklappt. Und da muss ich wirklich sagen, das war eine schöne Erfahrung, so zum Jahresabschluss für euch dann nochmal. Und für mich ist auf jeden Fall mal so eine Frage, wollt ihr mehr solcher Sachen? Nicht jede Woche so ein Ding, das kannst du einfach nicht reißen, ja. Wir waren zeitweise über 600 Leute, die in diesem Megakonvoi zusammengefahren sind. Also es hat sich, also ich glaube, wir waren irgendwann in Deutschland oder schon fast in Polen, dann sind die letzten in Amsterdam da losgefahren. Also, das war so krass. Ich war begeistert. Dafür nochmal danke. Ja, wo soll es auf jeden Fall weitergehen? Hier auf meinem Kanal. Ganz einfach. Wir werden nicht so viel ändern. Ja, weil ich glaube, das kommt ganz gut an. Wir werden den Fokus weiter auf Simulationsspiele setzen. Da kommen ja einige Simulationsspiele 2016. Ja, wenn ich dann nur mal so überlege, jetzt nicht mal die AAA-Titel, die ja sowieso nicht so ankommen, ja, weil ich sehe ja hier ganz deutlich, dass 80% meiner Videos nicht durch meine Abonnenten geguckt werden, sondern durch, ja, zufällige Einblendung, weil jemand den Euro Truck Simulator gesucht hat und hat aus Versehen auf mein Video geklickt. Ja, kann man ja so sagen. Ja, also es gibt auf jeden Fall ein paar super Spiele. Wir werden uns die neuen, ja, Landwirtschaftssimulationsspiele angucken. Das sind ja hier dieses Cannibal and Crops und Poor Farming wird es sein. Dann werden wir wahrscheinlich hier diesen Euroflight Simulator mal anschauen. Und Autobahn-Polizeisimulator. Ja, das. Ja, manchmal muss man das nicht so ernst nehmen. So, ja, dann aber, was ich für wichtiger sehe, zum Beispiel dieses Firefighting Simulator. Und das vielleicht im Koop. Wir haben uns am Ende des Videos, oder nicht am Ende des Videos, des Livestreams, haben wir uns noch mit ein paar Leuten unterhalten, was wir eventuell zukünftig vielleicht zusammen machen können. Ja, das kann durchaus sein, dass da ab und zu. Nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt jede Woche irgendwie solche Sachen mache. Nein, ab und zu, dass man da mit anderen YouTubern was zusammen macht im Bereich Simulation. So, wir müssen mal nach außen gehen und, oh, guckt euch mal an, ey. Der Maximus sieht ja aus wie beim Multiplayer hier, ne? Das sieht ja nicht anders aus. Jetzt fahre ich wieder so ein Osterei. Und der Ene da hinten, der ist schon ein bisschen genervt von meiner Fahrerei. Wir fahren immer noch geradeaus. Machen wir jetzt. Müssen wir mal gucken, ob der mich jetzt überholt hier. Komm, Johnny, überhol mich. Oh, ja. Ja, solche Sachen. Ja, dann vielleicht auch, dass man The Hunter oder. Es gibt viele Möglichkeiten, wo man dann als sogenannte YouTube-Community zusammen auch was macht, ja. Müssen wir mal sehen. Ich will da nicht so großartig was jetzt ankündigen oder euch heiß machen, dass ihr dann irgendwann mal sagt, ja, was passiert da? Und dann passiert nichts, ne? Also diese Sache jetzt auch beim Livestream gestern. Da gibt es natürlich immer wieder Leute, die sagen, hey, so ein Rotz und ja, nur weil sie dann halt nicht mitspielen konnten. Ja, das
Das Leben ist hart, so ist das manchmal. Jetzt überhole doch einfach mal hier. Aber auf jeden Fall kann man schlussendlich sagen, dass es dieses Jahr doch sehr erfolgreich war. Für mich jetzt. Ihr müsst immer sehen, das, was ich hier mache, ist für mich ein Hobby. Das mache ich nicht beruflich. Oh, aufpassen hinter mir. Oder sonstige Sachen. Das ist für mich ein Hobby. Es bleibt auch für mich ein Hobby. Und wenn andere private Sachen oder berufliche Sachen, ja, weil ja, man geht nun mal 40 Stunden arbeiten und dann bleibt da nicht mehr viel Zeit. Oh, ja, ich habe ganz vergessen. Ich habe natürlich Edeltraut und Muschi hier heute zum Silvester noch am Start, ja. So, ja, und deswegen kann es ganz schnell sein, dass da mal ein Tag nicht kommt, ja. Aber sehr selten, ne? Ist dieses Jahr überhaupt sowas mal vorgekommen? Ich glaube kaum, ne? Ja, was werde ich heute noch Silvester machen? Eigentlich nichts Großartiges. Ich muss auch sagen, ich brauche mal ein bisschen Urlaub irgendwann, ne? Da braucht der Maximus ab und zu mal ein bisschen Schlaf. Und werde da auch jetzt, wenn wir auch mal ein bisschen ruhiger machen, ne? Und dann werde ich natürlich weiter den Fokus auf Eurotruck Simulator setzen. Aber es wird jetzt nicht am Tag jetzt 3, 4, 5 Videos kommen. Ja, wir werden ja erstmal ein bisschen ruhiger, bis dann irgendwann mal die neuen Spiele kommen. Ich auch selber mal ein Spiel selber zocken kann. Ich habe nicht so viele Spiele dieses Jahr gekauft. Naja, eigentlich doch. Also auch eine ganze Menge. Wenn ich jetzt überlege, Watch Dogs habe ich vielleicht 3 oder 4 Stunden gespielt. Weil ich einfach nicht dazu komme. Ja, und das will ich alles dann, sagen wir mal, Januar, Februar so ein bisschen nachholen. Und möchte auch versuchen, dass ich einen Monat, nicht einen Monat, aber vielleicht in der Woche ein oder zwei Livestreams mache. Vielleicht werde ich ja am Sonntag noch einen machen, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Aber es wird sich irgendwann ein bisschen was ändern, dass ich auch auf dem Sonnabend dann mal Livestream mache. Aber nicht die nächsten 2, 3 Monate. Da werde ich dann erstmal umziehen. Irgendwann im nächsten halben Jahr. Und dann kann ich auch für diejenigen auch mal am Samstag einen Livestream machen und und. Ja, das, wenn eh nichts im Fernsehen kommt und ich freikriege, dann werde ich auch sowas mal machen. Ne? Aber ich habe mir erstmal das Ziel gesetzt, vielleicht die 40.000 zu knacken. Wo es dann hingeht, weiß ich nicht. Und wenn ich dann, man darf sich auch nicht zu hohe Ziele setzen. Ich weiß noch, kann ich euch ja mal sagen, damals war ich auf dem Truppenübungsplatz in Bergen. Riesengroßes Teil, ja. Und dann hatten wir unsere Panzer verladen und ja, wir durften natürlich nicht vorfahren oder halt die anderen Züge behindern oder ihre Fahrplan auseinander klamüsern. Nee, wir waren halt die ganz, ganz hinten anstanden, ja. Und dann hieß es ja, wir sind in Braunschweig in der Nacht oder früh morgens um 5, 6 sollten wir ankommen. Nun haben wir aber gehört, ach, wir werden eventuell ja, schon früher da sein, vielleicht schon um 2 oder 3 die Nacht. Oh, ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Und dann waren wir schon so, ja, hipplig, ja, dann zack, und dann endlich mal wieder im Bett schlafen, nicht in irgendwie in so einem Panzer liegen. Oh, da waren wir schon so hippelig. Dann kam unser alter Hauptfeld. Und hat gesagt, Jungs, reißt euch mal ein bisschen am Riemen. Geht einfach mal davon aus, wir kommen um 5 an. Alles nachbereiten, es ist irgendwann um 6 oder um 6:30 und dann liegen wir vielleicht in der Koje. Ja, ein paar Stunden schlafen, ein bisschen ruhen und dann hätten wir weitermachen müssen. So, was ist mit dem los hier? Okay. So, und wenn wir früher nach Hause kommen, dann ist das Bonus. So müsst ihr denken. Und so sollte jeder auch versuchen zu denken. Nicht zu hohe Ziele. Ich weiß nicht,
Wenn ich die nicht schaffe, dann ist auch nicht schlimm, dann geht die Welt uni unter. Was ist denn hier schon via Lusium? Warum staut sich das denn hier? Ist denn hier irgendwas passiert? Ich weiß es nicht. Naja, deswegen alles locker durch die Hose atmen, das bleibt ein Hobby. Und diejenigen, die das wirklich beruflich machen, die sollten auf jeden Fall sehr, sehr frustresistent sein. Ich bin auch froh, das habe ich auch mit den anderen Jungs, hatten wir darüber gequatscht, wie auch die Kommentare sind, ob man viele Knallfrösche hier irgendwie auf dem Channel hat. Weil wir haben es im Livestream, da waren welche enttäuscht, weil sie halt nicht dabei sein konnten und. Also, wenn wir einen C64 als Rechner haben, dann funktioniert das natürlich nicht, wenn der Rechner zu alt ist. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, habe ich eine gute Community, die auch den anderen helfen tut. Tut, tut. Ja, wenn irgendwelche Fragen sind, und das finde ich auf jeden Fall ein großes Pluspunkt, dass ihr auch, wenn ich das mal nicht schaffe, weil ich kann nicht jedes Mal das gleiche beantworten, wie wird was gemacht, dass sich denn einer hinsetzt und sagt, hey, pass auf, guck dir das mal an. Ich sehe das natürlich und freue mich auch beim Livestream, weil da sind immer wieder die üblichen Verdächtigen dabei, die halt den Maximus da ein bisschen unterstützen. Weil so kann ich auch ein bisschen mehr Content bringen oder vielleicht auch noch ein bisschen besseres. Aber im Grunde genommen wird das Oster Maximus so bleiben, wie er ist. Das ist halt das Gute. Ich brauche mir keinen Druck machen. Ich brauche nicht irgendwie andere Experimente versuchen, was momentan angesagt ist auf YouTube. Das kann ganz locker an mir vorbeigehen. Umso älter man wird, umso eingefahrener ist man. Ja. So, jetzt sind wir hier und können sogar einfach einparken. Das kriege ich ja wieder hin, ne? Das kriegt doch hin, oder? Es kommt wieder, ja, der Einparksimulator oder der Parking King oder wie auch immer ihr das immer nennt. Oh, da habe ich eine Lampe vergessen. Seht ihr das? Ein Fauxpas. Ah ja, kann man posteiern. Ja, das ist ja jetzt schon. Wir haben ja jetzt den 31. 1:11 Uhr. Alles vorbereitet. Naja, das ist alles ganz schön zeitintensiv. Ich werde auch jetzt noch mal gucken, ob ich hier was Schönes finde. Und dann eventuell noch ein Video machen für Sonntag. Falls ich es eventuell nicht schaffe, irgendwie am Sonntag noch einen Stream zu machen. Aber wie gesagt, passt auf, kommt gut ins neue Jahr, nehmt euch nicht so eine unrealistischen, ja, Sachen vor, die ihr sowieso nicht einhalten werdet, ja. Einfach nur gut ins Jahr kommen. Ich werde definitiv, was wollen wir essen? Raclette oder sowas? Ja, irgendwie was auf dem heißen Stein, ne? Ist auch Raclette, ne? Naja, Frauchen hat schon alles vorbereitet und dann wird sich Maximus auf jeden Fall freuen, denn auch von euch. Ja, noch Kommentare zu sehen, ne? So guten Rutsch und also und Hals- und Beinbruch. Naja, ihr wisst schon. Deswegen sollte dieses Video an alle, die Zuschauer und die immer kommentieren und alles machen hier, ein frohes neues Jahr. Und wir sehen uns natürlich 2017 wieder. Und der Maximus, der bleibt so, wie er ist. Das ist, denke ich mal, ganz in Ordnung, ne? Mit den Worten. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ich mache einen Fisch. Bye, bye.